willkommen zurück am Samstag hier. Wir sind wieder im sonnigen Berlin unterwegs und ihr habt mich gefragt, oder beziehungsweise ich hatte früher schon mal ein Video zum Thema NoFap gemacht, wem das jetzt nichts sagt. Das heißt einfach, sich keinen mehr runterholen, sich aktiv keinen mehr runterholen, keine Pornos mehr zu schauen. Ich hatte da früher mal ein Video zu gemacht mit Max damals noch, aber ihr habt gefragt, ob ich da noch ein aktuelles Video zu habe, ob ich da mal meine aktuellen Erfahrungen zu teilen kann mit euch, und das mache ich natürlich gerne. Also für alle nochmal, denen das jetzt kein Begriff ist, NoFap ist eben oder bedeutet eben, dass du keine Pornos mehr guckst, dir keinen mehr runterholst, also auf diese ganzen Sachen verzichtest. Und der Hintergrund, beziehungsweise was das bringen soll, ist eben, dass du dadurch erhöhten Testosteronwert bekommst, dass du dadurch mehr Lust auf sexuelle Sachen bekommst, dass du dadurch allgemein eine größere Motivation hast, Dinge zu erledigen. Das sind so die Sachen, die man immer mit NoFap verbindet, wenn man das hört. Und meine Erfahrungen, also ich habe das mal eine Zeit lang, glaube ich, für einen Monat gemacht, also mir wirklich einen Monat keinen runtergeholt und keine Pornos geguckt. Und ich muss sagen, dass das schon einen Unterschied macht. Viele Menschen oder viele Männer berichten auch davon, dass sie mehr Selbstbewusstsein haben Frauen gegenüber. So würde ich es direkt nicht ausdrücken, aber du hast mehr Bock auf Frauen, weißt du? Du bist dort unterwegs und dir fallen weibliche Reize ganz anders auf. Weil die Theorie dahinter sagt, dass durch diese Reizüberflutung durch Pornos deine Reizempfindlichkeit abnimmt und du Frauen gar nicht mehr so richtig wahrnimmst. Und wenn du halt auf NoFap bist, das habe ich festgestellt, dann nimmst du Frauen viel intensiver wahr und hast auch tatsächlich mehr Lust, sie anzusprechen, was dann wahrscheinlich zu weniger Ansprechangst führt. Aber ein ganz großer Unterschied, den ich feststellen konnte, das war eben beim Sex an sich. Und zwar war das da einfach so, dass mit NoFap habe ich einfach deutlich länger Sex haben können. Und es war für mich auch gar kein Problem mehr, wenn ich zum Beispiel nicht gekommen bin. Also viele Männer regen sich auf, so, oh, ich will kommen und ja, ich will unbedingt meinen Höhepunkt haben. Das ist übrigens auch eine Sache, die für die Frau jetzt nicht so super sexy ist, wenn du die ganze Zeit nur nach deinem Höhepunkt gaffst. Und mit NoFap war das eben so, dass ich das gar nicht mehr unbedingt brauchte. Das war eine ganz andere Art von Sex, wesentlich tieferer Sex, wesentlich besserer Sex und nicht mehr so oberflächlich von wegen, oh, jeder muss zu seiner Befriedigung kommen und das ist das Ziel des Ganzen. Also die Art und Weise, wie man Sex hat, ist ganz, ganz anders, also viel intensiver, viel besser. Aber was meiner Meinung nach einer der größten Vorteile von NoFap ist, ist, dass es dich zwangsdiszipliniert. Ja. Ihr wisst ja, ich war auf dem 10 Tage Meditationsrückzug vor ein paar Wochen, genau genommen vor anderthalb Wochen. Und was ich dort eben gelernt habe, welchen Wert ich dort sehr stark gelernt habe, war der Wert von Disziplin. Ja, die Disziplin war früher nie so ein großer Spieler in meinem Leben, jetzt bedeutend mehr. Und NoFap will eben auch genau das von dir. Es macht dich diszipliniert, es zwangsdiszipliniert dich. Weil es kommen immer wieder diese Momente, wo du Bock hast, dir mal einen Porno anzugucken. Vielleicht machst du sogar einen Porno an, aber dann hältst du durch und holst dir trotzdem keinen runter. Ja, das ist einfach Disziplin. Es benötigt Disziplin, sich 30 Tage keinen runterzuholen. Angenommen, du siehst eine heiße Frau auf der Straße und dann sitzt du bei dir zu Hause und bist so, oh, denkst du an sie und du machst dir so deine gewissen Vorstellungen. Und dann braucht es einfach Disziplin, dir dann keinen runterzuholen. Also meine Meinung zu NoFap: Du als Mann wächst dadurch, weil es dich herausfordert, weil es eine Herausforderung ist, weil es Disziplin von dir erfordert. Ja. Zusätzlich dazu hast du die Möglichkeit, einfach besseren Sex zu haben dadurch, dass du dir ständig einen runterholst, weil du auch viel mehr Lust auf richtigen Sex hast. Und auf, also du wirst eine ganz andere Art von Sex haben. Nicht mehr diesen Porno-Sex, wo es nur darum geht, dass du kommst, sondern sehr intensiven Sex, wo du und die Frau auch einfach, ja, einfach sehr emotional sehr eng zueinander kommen. Das klingt jetzt komisch, aber es ist auch einfach ein Weg, um mit der Frau emotional viel tiefer zu gehen. Also es ist eine super Sache, du sollst es auf jeden Fall ausprobieren. Und was mich halt damals dahin geführt hat zu NoFap ist, dass ich mir regelmäßig Herausforderungen suche. Sei es Frauen ansprechen, sei es NoFap, sei es Meditationscamp 10 Tage. Und das, dadurch, dass ich mir regelmäßig Herausforderungen suche, wächst eben meine männliche Seite, ja, stärke ich meine männliche Seite. Schon allein das sollte für dich Anreiz sein, NoFap mal auszuprobieren, weil es eben eine Herausforderung ist, weil es was Neues ist. Und wenn du kontinuierlich wachsen willst als Mann und attraktiv auf Frauen wirken willst, ja, Frauen anziehen willst, wirklich die heißen Frauen bekommen willst, dann musst du eben auch Dinge, also neue Dinge probieren, die Herausforderungen suchen. Deswegen NoFap, ich weiß nicht, was du für Erfahrungen machen wirst, denn ich glaube, jeder macht so seine eigenen Erfahrungen damit. Probier es mal aus, schreib mir gerne in die Kommentare, was so deine Erfahrungen waren, dann können wir darüber diskutieren. Schön, dass du dabei warst hier am Samstag. Wie immer, unten in der Ecke kannst du dich
für das Quiz anmelden. Da kannst du ein kleines Quiz machen, in dem du erfährst, wie attraktiv du auf Frauen wirkst und in dem ich dir ganz genau Schritt für Schritt zeige am Ende dieses Quizzes, wie du noch attraktiver werden kannst für Frauen. Also je nachdem, auf welchem Level du gerade stehst. Das kannst du, ich glaube, unten links in der Ecke machen, unten rechts kannst du den Kanal abonnieren, um eben keine Videos mehr zu verpassen, denn hier bekommst du Informationen, die du zum Beispiel nicht in meinem Online-Newsletter bekommst oder die du nicht im Podcast bekommst. Die bekommst du nur hier. Deswegen abonniere den Channel unten in der Ecke. Oben geht es zum letzten Video auf diesem Kanal. Das war von Donnerstag und da ging es um das Thema, wie du als älterer Mann Frauen verführen kannst. Wenn das interessant für dich ist, klickst du oben rechts in die Ecke. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder aus Berlin. Schön, dass du dabei warst. Bis dahin. Ciao.